Hinsichtlich Nebenwirkungen von E5 kann man Patienten beruhigen. Natürlich ist eine E5 ein invasiver Vorgang. Ja. Die Operation an sich ist aber vom Risiko für die Patientin minimal. In unserem Haus führen wir etwa 6.000 Punktionen pro Jahr durch. Die Komplikationsrate kann ich genau beziffern, liegt bei 0,3%, ja, also deutlich unter 1%. Komplikation in dem Fall heißt, dass es zu postoperativen Blutungen in den Bauchraum kommt. Normalerweise werden die Patienten dann stationär kontrolliert. In ganz wenigen Fällen, ja, also noch wieder weniger als 0,3%, in Extremfällen muss eine Laparoskopie an der Bauchspiegelung durchgeführt werden, um die Blutung zu stellen. Also die Operation ist ein sehr geringes Risiko. Die Medikamenteneinnahme, dazu gibt es Studien. Es gibt oft die Frage, ob IVF Krebs auslösen kann, also die hohen Dosen von FSH. Dazu gibt es Studien, die ganz klar sagen, dass da also keine Korrelation besteht hinsichtlich des Eierstockkrebses. Und hinsichtlich des Brustkrebses ist die E5, also das Stimulieren der Eizellen, auch nicht kausal verantwortlich. Die Östrogene, die später in der Schwangerschaft produziert werden, oder die Östrogene, die für Kryozyklen künstlich zugeführt werden, führen nicht dazu, dass Brustkrebs ausgelöst wird. Insofern sind die Langzeitwirkungen oder Nebenwirkungen von IVF minimal und Patienten können da beruhigt werden.